إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alles Lob, jeder Dank gebührt Allah. Ihn allein bitten wir um Beistand und um Hilfe. Und Allah allein ist es, den wir um Vergebung bitten. Wir suchen allesamt Zuflucht und Schutz bei Allah, beim Herrn der Welten, vor den Übeln unserer eigenen Taten und vor den Übeln, die in uns selbst begründet sind, von unserem eigenen Ego. Und wir bezeugen, dass jeder, der von Allah Ta'ala den geraden Weg gewiesen bekommen hat, dass es niemanden gibt, der diese Person in die Irre zu führen vermag. Und wir bezeugen, dass bezüglich demjenigen, dem Allah erlaubt hat, in die Irre zu gehen, dass es für diese Person niemanden gibt, der sie zurechtleiten vermag, außer und abgesehen von Allah, Al-Ilah, der einzig wahren Gottheit, und dem Herrn der Welten, Al-Hadi, derjenige, der recht leitet. O ihr Gläubigen, habt Ehrfurcht vor Allah, so wie es ihm gebührt, und sterbt nicht anders, denn als ihm Ergebene. Und wir allesamt bezeugen, dass es nichts Anbetungswürdiges gibt, außer Allah, Al-Ilah, allein, und dass Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Allahs Segen und Frieden sein mit dem Gesandten Muhammad, sein letzter Entsandter und sein ihm demütig ergebener Diener ist. Liebe Geschwister, Allah Ta'ala sagt im Koran: وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا. Und Allahs, ihm sind die schönsten Namen. Ihm gehören die schönsten Namen und die schönsten Eigenschaften. So bittet Allah durch diese schönsten Namen. Allah Ta'ala wird im Koran und in der Sunna beschrieben, liebe Geschwister. Wir haben also nicht etwas Unbekanntes vor uns, was wir anbeten, sondern Allah Ta'ala ging ins Detail, als er sich selbst im Koran in seiner letzten Offenbarung und über die Worte des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam beschrieb. Und unter diesen Namen gibt es einige, die uns bekannt sind, und andere, die Allah Ta'ala bei sich im Verborgenen behalten hat. So wie das Bittgebet vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was authentisch auch überliefert wurde, besagt, dass es einige Namen gibt, die Allah Ta'ala bei sich im Verborgenen belassen hat. Und mit diesen Namen auch gleichzeitig die damit verbundene Eigenschaft. Denn eine Eigenschaft von Allah Ta'ala bedeutet nicht unbedingt, dass man daraus einen Namen ableiten kann. Umgekehrt aber, ein Name Allah Ta'alas lässt automatisch zu, dass man eine Eigenschaft von Allah Ta'ala aus diesem Namen ableitet. Es gibt also bekannte Namen und wiederum andererseits unbekannte Namen. Und von den bekannten Namen, zu den bekannten Namen sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass Allah Ta'ala 99 Namen hat, und wer sie auswendig lernt, behält, umfasst, man ahsaha, der wird das Paradies betreten. Der wird das Paradies betreten. Natürlich zählen diese 99 zu den bekannten, ansonsten hätte es nicht diese Aufforderung gegeben. Was aber noch festzustellen ist, dass es nicht nur 99 Namen sind, die uns Menschen offenbart worden sind, sondern noch viel mehr als dies. Und das stellt man dadurch fest, dass wenn man alle Namen im Koran und in der Sunna zusammenzählt, wenn man nach den strengsten Kriterien geht, was als Name akzeptabel ist und was nicht als Name akzeptabel ist, wird man weitaus mehr als nur 99 Namen zusammenbekommen. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, wer so 99 von diesen behält, der wird das Paradies betreten. Es gibt eine kleine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Manche sagen,
Es sind ganz bestimmte 99. Das heißt, es mag sein, dass jemand beispielsweise 150 so behält, wie Allah Ta'ala es vorsieht. Aber weil er 2 oder 3 von diesen speziellen 99 eben nicht behalten hat, würde diese besondere Belohnung nicht auf ihn zutreffen. Und andererseits der 99 behalten hat, auf die Art und Weise, wie man sie zu behalten hat, und nicht die 51 anderen, er würde diese besondere Belohnung bekommen, weil er eben diese spezielle Anzahl, jeden einzelnen Namen getroffen hat. Und bei solchen Fragen, wir gehen nach der Meinung von Ibn Khaldun, der sagte, dass die Barmherzigkeit, was aus ihr beispielsweise die Gebärmutter rein sprachlich, Ar-Rahim im Arabischen, abgeleitet wurde. Und die Gebärmutter ist das, was sich ausdehnt. Und wenn man die Wahl hat, in einer Frage, in der die Barmherzigkeit begrenzt wird, beziehungsweise in der sie ausgeweitet werden könnte, nehmen wir immer die Option, wo die Barmherzigkeit ausgeweiteter ist. Denn dies entspricht der Natur der Barmherzigkeit Allah Ta'ala. Das heißt, wir, inshallah, gehen wir davon aus, dass wer auch immer 99 Namen von den uns bekannten Namen behält, dass er dadurch diese besondere Belohnung bekommt und das Paradies betreten wird. Natürlich sind nun unser aller Sehnsucht ist nun gestiegen. Wir wollen mehr von diesen Namen kennenlernen. Und wir wollen auch mehr verinnerlichen, was alles mit diesen Namen zusammenhängt. Und ich hatte mir für heute 2 Namen ausgesucht, die vielen Geschwistern sehr wahrscheinlich komplett unbekannt sein werden. Aber weil einer von diesen beiden Namen nicht im Koran erwähnt wird. Nicht im Koran, aber in der authentischen Sunna, die für uns dem Koran gleichgestellt ist. Und ein anderer Name sehr selten im Koran vorkommt und nach meinen Recherchen nur ein einziges Mal, und Allah Ta'ala weiß es am besten. Der erste dieser Namen ist Al-Barr. Allah Ta'ala sagt im Koran in der 52. Sure: Innahu huwal barrur rahim. Wahrlich, Allah Ta'ala, er ist der Grundgütige und der Barmherzige. Al-Barr, der Grundgütige, und Ar-Rahim, der Barmherzige. Das ist der erste Name, den wir versuchen heute mitzunehmen in unser Leben, dass Allah Ta'ala sich benennt mit Al-Barru. Al-Barru, der Grundgütige. Und aus diesem Wort Al-Barr leiten sich andere Wörter ab. Und die werden auch im Koran erwähnt. Und wir lernen kennen, was Al-Barr bedeutet. Oder Al-Birr, die Güte im Islam, bedeutet, wenn wir uns diese einzelnen Passagen aus dem Koran auf dem Herzen und auf der Zunge zergehen lassen. Vielleicht einer der bekanntesten Verse, die mit dem Thema Birr zusammenhängen, ist der Vers in der Al-Baqarah, in der 2. Sure, der 177. Vers. Allah Ta'ala sagt dort: لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنْ. Es ist nicht Güte, dass ihr eure Gesichter Richtung Osten oder Westen wendet. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. Sondern vielmehr ist Güte, dass man an Allah glaubt, an den jüngsten Tag glaubt, Iman hat im Sinne von hundertprozentig verinnerlichter Überzeugung, an die Engel, an das Buch und an die Propheten. Das ist Birr, liebe Geschwister. Die 5 Artikel von den 6 Artikeln des Imans wurden mit Birr im Koran bezeichnet. Aber es geht noch weiter. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلَ وَفِي الرِّقَابِ. Und dass man von seinem Besitz gibt. Und hier, Allah Ta'ala ließ den Koranvers mehrdeutig sein lassen. Dass man von seinem Besitz gibt, obwohl man den Besitz liebt. Das ist eine mögliche Bedeutung. Die andere Bedeutung: dass man von seinem Besitz gibt, weil man Allah liebt. Und beides zusammengenommen, was auch im Tafsir möglich ist, dass man von seinem Besitz gibt, obwohl man diesen Besitz liebt, weil man Allah liebt. Und zwar den Verwandten, den Weisen, den Armen,
Denen, die auf Reise in Not gekommen sind, dem Sohn des Weges, wie er im Koran bebildert wird. Den Fragenden, die mit Recht natürlich Fragenden, nicht diejenigen, die daraus einen Beruf gemacht haben, zu fragen. Wie auch für die Befreiung von Kriegsgefangenen. Wie auch für die Befreiung von den Kriegsgefangenen. Da merkt man, dass die Imaniyat, das, was sie in Bezug auf unsere Aqida, auf die Glaubensgrundsätze zu verinnerlichen haben, in Bezug auf Birn, wird verbunden mit den Muamalat. Das, was wir zu tun haben, das, was wir umzusetzen haben in diesem Leben. Und Allah Ta'ala erfüllt dies noch weiter aus. Er sagt, وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ. Und das Etablieren des Gebets, diejenigen, die das Gebet verrichten und diejenigen, die die Zakat, die Pflichtabgabe, was etwas anderes ist als das erwähnte Spenden im Vorlauf, von dieser Pflichtabgabe, diese Pflichtabgabe auch erfüllen. Und weiterhin, neben diesen Ibadat des Gebets und der Zakat, verbindet Allah Ta'ala wieder einige Handlungen und einige Charaktereigenschaften, einige Einstellungen. Das heißt, unser Glaube ist angesprochen, unsere Überzeugung, unser Iman, unsere Taten und unser Charakter, unsere Eigenschaften als Gläubige und als Menschen, wenn Allah Ta'ala sagt, وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالدَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. Und diejenigen, die ihre Versprechen, die ihre Abmachungen einhalten, nachdem sie sie getroffen haben. Und diejenigen, die standhaft sind, die standhaft sind in Not, in Leid und in Kriegszeiten. Und das sind diejenigen, die wahrhaftig sind. Das ist wahrer Birr. Und das sind diejenigen, die zu den Gottesfürchtigen gehören. Nun wissen wir, wenn Allah Ta'ala von Al-Birr spricht im Koran, dass dieser Birr zwei Ehrungen erhalten hat. Zum einen ist Allah Ta'ala aus diesem Birr einen Namen für sich selbst abgeleitet hat. Beziehungsweise umgekehrt formuliert, aus seinem Namen ist Al-Birr abgeleitet. Aus Al-Barr ist Al-Birr abgeleitet. Und die weitere Ehre, dass Al-Birr mit dem Imaniyat verbunden wird, wie auch mit den Muamalat verbunden wird. Und auch mit den Charaktereigenschaften verbunden wird. Das heißt, das gesamte Spektrum des Islams, auf allen Ebenen, liebe Geschwister, wird mit dem Wort Al-Birr wiedergegeben. Wird mit diesem Wort Al-Birr wiedergegeben. Und hier sind natürlich mehrere Menschengruppen erwähnt worden. Die Verwandten und die Armen und der Sohn des Weges und die Kriegsgefangenen und die Waisen etc. Und es ist uns wichtig zu wissen, liebe Geschwister, dass damit nicht nur Muslime angesprochen worden sind. Nein, es ist in einer ganz allgemeinen Formulierung erwähnt worden, nicht begrenzt auf Muslime. Und Allah Ta'ala, er betont dies in einem weiteren Vers im Koran, in der 60. Sure. La yanhakum Allahu anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhriju min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim inna Allaha yuhibbul muqsitin. Allah hält euch nicht davon ab, dass ihr gegenüber denjenigen, die euch nicht gegen eure Religion bekämpfen und euch nicht aus euren Häusern vertrieben haben, dass ihr ihnen gegenüber Birr erweist. Güte und Gerechtigkeit. Und Allah Ta'ala, er liebt diejenigen, die gerecht sind. Allah liebt diejenigen, die gerecht sind. Und um eine weitere Lektion vorzubereiten, möchte ich kurz in das Leben vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückgehen und in der Zeit vor der Offenbarung. Das heißt, wir reden jetzt von der Zeit vor seinem 40. Lebensjahr, bevor er zum ersten Mal eine Offenbarung empfangen hat. Vier Ereignisse oder Eigenschaften dieser Periode seines Lebens möchte ich mit euch durchgehen. Bi'idhnillah. Zum Ersten, dass er als 25-Jähriger, als einem Händler, einem nicht-muslimischen Händler selbstverständlich, in Mekka Unrecht widerfahren ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam an einem Bund teilgenommen, einem ritterlichen Bund, Helful Fudul, wie er genannt wird im Arabischen. Er kam zusammen, auch mit Abu Bakr übrigens, wir wollen mit ihm zufrieden sein, zu einem Bund in Mekka, der sich versprach, dem Schwachen immer gegenüber dem Starken beizustehen, wenn ihm Unrecht geschehen ist, bis ihm sein Recht
wiedergegeben worden ist. Hier ging es um das Thema Gerechtigkeit. Und der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, in der Zeit seines Prophetentums, dass er einem solchen Ruf auch in dieser Zeit folgen würde und dass er sein Beisein bei diesem Bund nicht eintauschen würde gegen eine Herde von roten Kamelen. Also vom höchsten Gut der Welt in der damaligen Zeit, hätte er dieses Beisammensein, diesen Handschlag, den er gegeben hat, hätte er nicht tauschen wollen gegen eine Herde von roten Kamelen. Was zeigt den Wert der Gerechtigkeit und was zeigt den Wert, dass man sich für Schwache und Bedürftige im Allgemeinen einsetzt? Zum anderen schauen wir auf die Berufe des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abgesehen von seinem ehrenamtlichen Engagement. Er war Schafshirte gewesen und er war Kaufmann gewesen. Was lernen wir darüber, dass er Schafshirte gewesen war? Welche Eigenschaften braucht man als Schafshirte? Muss man ein hektischer, lauter, strenger Mensch sein? Was passiert, wenn man mit Schafen auf diese Art und Weise umgeht? Sie werden davonlaufen, in die Hände vom Wolf. Das heißt, Allah Ta'ala, er bereitete ihn darauf vor, auf diese Mission, mit Menschen zu tun haben zu müssen. Der letzte Prophet zu sein, sallallahu alaihi wasallam. Und liebe Geschwister, der Beruf oder unsere Hobbys, sie haben unweigerlich einen starken Einfluss auf unseren Charakter. Wir übersehen dies oft. Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass die Arroganz bei denen vorzufinden ist, die mit den Kamelen handeln. Die mit den Kamelen handeln. Bei dieser Menschengruppe, Berufsgruppe findet man eher Arroganz vor. Und dass die Sanftmut und Geduld und die Demut bei denjenigen vorzufinden ist, sinngemäß, die Schafe hüten. Ist das jetzt so ein Klischee, so ein Vorurteil? Und tatsächlich, es gibt einige Muslime, die machen sich, einige Nicht-Muslime, die machen sich über diesen Ausspruch lustig. Die sagen, was ist das für ein Ausspruch? Nein, das ist angewandte Soziologie und Psychologie. Diejenigen, die mit Kamelen zu tun haben, mit den Luxusautos zu tun haben, ja, mit, ich will jetzt keine Markennamen nennen, die haben viel mit reichen Menschen zu tun, ja, diejenigen, die sich einiges leisten können, auch einige Fehltritte im Bereich des Charakters, haben mit sehr viel Geld zu tun, mit luxuriösem Lebensstil im Allgemeinen. Und das lässt die Herzen natürlich für die Demut etwas erhärten. Was nicht heißt, dass es keine Ausnahmen geben kann, sondern was auf die Gefahr dieses Berufs hinweist. Und wiederum das Positive vom Beruf, wenn man mit Schafen umgeht. Weil man wird eigentlich kein guter Schafshirte sein können, wenn man nicht diese erwähnten Eigenschaften mit sich bringt, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam mit diesem Beruf in Verbindung brachte. Und wie gesagt, Ausnahmen bestätigen die Regel. Ja? Das ist keine Verallgemeinerung, sondern es weist darauf hin, der Beruf hat einen Einfluss auf uns. Und wir müssen uns fragen, womit verbringe ich meine Zeit? Welche Hobbys habe ich? Was ist mein Beruf? Und wie wird sich dieser Beruf vielleicht negativ auf meinen Charakter oder dieses Hobby negativ auf meinen Charakter auswirken? Das sind Fragen, weil das Leben ist sehr begrenzt und die Zeit ist sehr begrenzt. Und manchmal geht es nicht um Halal oder Haram, sondern um, ja, was ist besser und was ist weniger gut. Und da sollten wir vorsichtig sein, dass wir inshallah in Zukunft natürlich die bessere von zwei Möglichkeiten für uns wählen. In Bezug auf den Kaufmann. Der Kaufmann, der Händler. Wenn wir uns das Image von Kaufmännern und Händlern so also nochmal vor Augen führen, haben wir ein gutes Bild über Kaufmänner, über Geschäftsmänner, über Händler? Oder verbinden wir damit Betrug? Verbinden wir damit Arroganz? Verbinden wir damit irgendwelche schwarzen Kassen? Und tatsächlich in der heutigen Zeit, der Beruf des Kaufmanns, der freut sich keiner großen Ehre, keines großen Ruhmes. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er arbeitete als Kaufmann. Er arbeitete als Kaufmann. Und eigentlich, liebe Geschwister, ist dies der Beruf, der den Charakter wunderbar formt und schleift. Weil man hat mit Menschen zu tun, man möchte ihnen seine Ware verkaufen. Und wenn man den Menschen betrügt, wenn man mit seiner Person auf dem Markt steht, ja, wir reden jetzt nicht von irgendwelchen Besitzern, die gar nicht bekannt sind, sondern man steht auf dem Markt mit seinen Waren. Und man verkauft ihnen eine schlechte Ware. Man belügt sie, man betrügt sie, man verbirgt die Wahrheit. Das kommt mit der früher oder später kommt das raus. Und am Ende hat es dann einen negativen Effekt auf das Geschäft selbst. Das heißt, du kannst eigentlich nur dann ein Kaufmann über Jahre hinweg sein, wenn du ein vertrauenswürdiger Kaufmann bist. Ansonsten wirst du deine Kundschaft verlieren.
Ansonsten wirst du deine Kundschaft verlieren. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war als Kaufmann bekannt geworden und als Mensch insgesamt bekannt geworden, und man gab ihm den Beinamen, den Rufnamen Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Nicht als, sagen wir mal, Sozialarbeiter, der nicht mit Geld zu tun hat, der keine Sensibilitäten in dem Sinne zu handhaben hatte. Nicht dadurch wurde er Al-Amin, sondern durch den Beruf, durch den am meisten, oder mit dem am meisten an negative Eigenschaften verbunden werden, oder viele negative Eigenschaften verbunden werden, und auf gar keinen Fall die Vertrauenswürdigkeit in der heutigen Zeit. Gerade mit diesem Beruf wurde er Al-Amin. Und wir als Muslime, wir können einige Lektionen hieraus schließen für uns. Was tun wir für den Handel? Was tun wir für den vertrauenswürdigen Handel? Der Prophet sagte, sallallahu alaihi wasallam, dass der vertrauenswürdige Kaufmann in Gesellschaft der Propheten und der Märtyrer sein wird. Der vertrauenswürdige Kaufmann. Und wir brauchen in dieser Zeit vertrauenswürdige Händler und Kaufmänner. Und wir sind, alhamdulillah, hier sitzen mehr als 40 verschiedene Nationalitäten. Ihr habt alle einen Draht zu eurer Heimat. Ihr habt alle die Möglichkeit, ein Geschäft Import-Export aufzumachen. Ihr habt alle die Möglichkeit, dieses Geschäft auch fair zu gestalten. Übrigens, vorgestern oder vorvorgestern waren wir in der Zeitung, in der Frankfurter Rundschau, durch unser Fair-Trade-Sortiment. Durch unser Fair-Trade-Sortiment. Das ist etwas Besonderes in der heutigen Zeit. Fair gehandelte Waren, wo jeder in der Produktionskette ein faires, gutes Gehalt ausgezahlt bekommt. Wir haben die Möglichkeiten. Arganöl, wo wächst das? Das wächst nur in Marokko. Warum sind so viele Firmen, die Arganöl hier importieren? Nicht in muslimischer Hand. Weil wir es nicht mehr vermögen, Handel im guten und professionellen Sinn und im vertrauenswürdigen Sinn nach vorne zu bringen. Und fragt die muslimischen Händler unter sich. Der Ruf ist nach unten gegangen. Und manche Muslime sprechen davon, mit Muslimen handle ich nicht mehr. Ja, aufgrund der schlechten Erfahrung. Natürlich, wir unterstützen diese Negativität nicht. Wir sind immer positiv und nach vorne gerichtet. Und wir suchen die Lösung, wir suchen die Alternative, wir werden es verbessern. Wir gehören nicht zu denjenigen, die immer nur jammern. Aber gleichzeitig beziehen wir diese Realität auch mit ein und sagen, wo können wir oder müssen wir uns auch verbessern. Und wir müssen für eines sorgen, liebe Geschwister, was in der heutigen Zeit verloren gegangen ist. Allah Ta'ala sagt im Koran, يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عن تراض منكم. Allah Ta'ala will es euch erleichtern und der Mensch erst schwach erschaffen. Jetzt hören wir, was im weiteren Verlauf folgt. Weil die Verbindungen der einzelnen Verse im Koran, sie haben natürlich auch einen Effekt auf die Bedeutung. Okay, aber er redet von Erleichterung. Was kommt jetzt, was uns das Leben erleichtern wird? O ihr Gläubigen, zehrt nicht untereinander euren Besitz auf nichtige Weise auf, sondern treibt Handel aufgrund gegenseitiger Zufriedenheit. Aufgrund gegenseitiger Zufriedenheit. Und wir müssen uns fragen, gerade in der innerislamischen, innermuslimischen Wirtschaft, wir sehen die ganze Produktkette, wir sehen den Bauarbeiter, ja, bis zum Architekten, bis zum Besitzer, bis zum Auftraggeber. Sind alle in dieser Kette wirklich zufrieden mit dem, was sie bekommen? Und haben wir da nicht eine Menge aufzuräumen? Und Monat für Monat erreichen uns irgendwelche Nachrichten, hier wie auch aus den muslimischen Ländern, Deutschland, wie auch aus den ausländischen muslimischen Gebieten, ja, wenn man das so bezeichnen darf. Subhanallah, dass wir uns nicht richtig behandeln. Und gleichzeitig fordern wir gerechte Behandlung und dies und jenes. Da stimmt etwas mit uns nicht. Wenn irgendwo Lager abbrennen von Hunderten von Gastarbeitern, in Anführungsstrichen, auf der arabischen Halbinsel, weil die dort nicht richtig für Sicherheitsvorkehrungen sorgen, weil der Mensch dort nicht zählt,
Können wir davon sprechen, dass alle in der Produktionskette zufrieden sind mit dem, was sie bekommen haben? Oder nutzen wir vielleicht die schwierige Lage von vielen Muslimen, wie auch Nicht-Muslimen, weltweit aus und versuchen auszubeuten? Wir dürfen nicht an Ausbeutung denken. Jeder Händler, der seinen eigenen Geldbeutel als Ziel hat und der die Ausbeutung anderer als Möglichkeit sieht, er soll den Handel verlassen. Aber gleichzeitig haben wir die Möglichkeit, uns zu ändern, beziehungsweise neue Projekte anzugehen. Macht euch schlau. Nicht umsonst hat Allah Ta'ala euch in dieses Land geführt und euch mehrere Sprachen sprechen lassen. Mit mehreren Kulturen habt ihr die Möglichkeit, qualitativ umzugehen, kompetent umzugehen. Ihr seid die geborenen Händler für die nächste Zeit, wo sowieso der Handel international und multikulturell sein wird. Macht euch eure Gedanken, gerade die Jüngeren. Und das ist kein Zauberwerk. Handel treiben, ja, das ist auch keine Kunst. Das ist ein Handwerk, das jeder erlernen kann, wenn er Allah Ta'ala aufrichtig darum bittet. Weiterhin als viertes Ereignis, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam als 35-Jähriger ungefähr, als die Kaaba umgebaut wurde, neu gebaut wurde, wieder aufgerichtet wurde, galt es, den Stein wieder an seinem ursprünglichen Platz festzusetzen. Und die einzelnen Sippen und Stämme in Mekka, sie wären fast in den Krieg hineingerutscht. Weil keiner sich darauf einigen, keiner konnte, es gab keine Einigung zwischen ihnen, wer diese Ehre haben wird, den Stein nochmal an seinen Platz zu richten. Bis, wie gesagt, fast ein Krieg ausgebrochen wäre. Und sie einigten sich darauf, gut, wir können nichts machen, der Erste, der diesen Platz betritt, der wird entscheiden, was zu machen ist. Und es war der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beziehungsweise es war Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der noch nicht Prophet war. Und alle, subhanallah, die reagierten einige, sagten einige, ah, der und der Stamm, jetzt haben wir halt gewonnen. Khair inshallah. Entweder wir akzeptieren oder wir erklären doch noch den Krieg. Nein. Alle sagten, ah, Al-Amin. Al-Amin, der Vertrauenswürdige. Jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles gut. Und er entschied, dass der Stein auf ein Tuch gelegt wird und dass jeder von den Stammesältesten, von den Oberhäuptern der Einzelstämme am Tuch wird heben können. Und sie hoben das Tuch mit dem Stein hoch und er machte den finalen Schritt, um den Stein an seinen ursprünglichen Platz zu legen. Und Alhamdulillah, alle waren damit zufrieden. Al-Amin. Und wenn wir uns all diese Ereignisse in der Zeit vor dem Propheten anschauen, vor der Berufung des Propheten anschauen, sallallahu alaihi wasallam, fragen wir uns, warum hat Allah Ta'ala diesen Menschen ausgewählt? Warum? Und warum hat Allah Ta'ala so gestaltet, dass wir gerade diese Ausschnitte aus seinem Leben besonders überliefert bekommen? Warum? Weil die Worte eines solchen Mannes Gewicht haben werden. Ein Mann, der soziale Verantwortung trägt. Ein Mann, der sich für die Schwachen einsetzt. Ein Mann, der sich für die Gerechtigkeit einsetzt. Ein Mann, der selbstlos ist. Ein Mann, der vertrauenswürdig ist. Ein Mann, der nicht betrügt und nicht lügt und nicht seinen eigenen Vorteil im Kopf hat. Dieser Mann, dessen Worte haben Gewicht. Und fragen wir uns jetzt, haben unsere Worte Gewicht? Haben unsere Worte Gewicht? Können sie Gewicht haben? Wer sind wir in dieser Gesellschaft? Wird unsere Stimme nur dann gehört, wenn wir uns beschweren? Oder gibt es auch etwas, das hier Positives zu berichten haben? Darüber werden wir gleich mehr sprechen. Aber erstmal wollen wir ein bisschen selbstkritisch vorgehen. Wir müssen mehr soziale Verantwortung tragen in unserer Gesellschaft, in unserem Umfeld, in unserer Nachbarschaft, in unserer Schule, in unserem Kindergarten. Wir müssen zum Elternbeirat gehen, zum Schulbeirat gehen, Engagement, das Portemonnaie rausholen, spenden, Klassensprecher sein, Schulsprecher sein, in der Fußballmannschaft Kapitän sein, der gerechteste und vertrauenswürdigste der Clique sein. Das müssen wir sein. Und dann am Ende, wenn wir etwas über uns zu sagen haben, über unsere Religion zu sagen haben, dann hat unser Wort Gewicht. Aber vorher sind wir Leichtgewichte. Vorher haben wir ja nicht die Möglichkeit, direkt die Herzen zu treffen. Lasst uns Allah Ta'ala an dieser Stelle um Vergebung bitten, er ist der Einzige, der uns zu vergeben vermag.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. Allah Ta'ala, er richtet warnende Worte an uns im Koran. Das heißt, أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. Tragt ihr etwa den Menschen Güter auf und vergesst euch selbst? Und ihr lest das Buch? Versteht ihr das nicht? Tragt ihr den anderen selbst die Güter auf und vergesst euch selbst, obwohl ihr das Buch lest? Obwohl ihr das Buch lest? Das heißt, wir können nicht von Menschen etwas fordern, was wir selbst bei uns nicht praktizieren. Wir können nicht von den Menschen das fordern, was wir bei uns selbst nicht praktizieren. Jede Geschwister macht Platz, sodass sich die Geschwister sofort hinsetzen können, damit niemand abgelenkt ist von der Ansprache. Und diejenigen, die einen Platz vorne finden oder in der Mitte finden, das sind die Abstauber. Das liegt daran, dass diejenigen, die hinter ihnen gesessen haben, nicht die Möglichkeit genutzt haben, vorne zu sitzen. Das sind die Abstauber, die mit wenig Einsatz, relativ wenig Einsatz, Ziel herausgeholt haben. Und so etwas wollen wir nicht zulassen in Zukunft. Es soll keine Abstauber mehr geben. Die Reihen sollen geschlossen sein, sodass man nicht die Möglichkeit hat, abzustauben, wesentlicher. Weiter, liebe Geschwister, Allah Ta'ala, der Name, der in der Sunna erwähnt ist, Allah nennt sich Al-Muhsin, in authentischen Überlieferungen. Al-Muhsin. Wir kennen Al-Muhsinin, Al-Muhsinun vom Koran, als Gruppe von Menschen, die Gutes tut. Und Allah Ta'ala, er nennt sich derjenige, der Al-Muhsin ist. Muhsin kommt vom Wort Hasan. Und aus diesen drei Buchstaben leitet sich ab Bedeutungen wie Schönheit oder gut und richtig sein. Und Hasan ist schön und gut, aber Ahsan ist schöner und besser. Und Allah Ta'ala ist derjenige, ja, in der gesteigerten Form, der Schönere und der Bessere, auch in seinem Handeln. Aber er benutzt auch dieses Wort, um seine Diener zu bezeichnen. Das heißt, wenn wir Muhsinin sind, praktizieren wir etwas, was Allah Ta'ala als Eigenschaft besitzt und sich aus dieser Eigenschaft einen Namen gegeben hat. Aus diesem Namen eine Eigenschaft gegeben hat. Und Großgelehrte, darunter Ibn Battal, sie haben festgehalten, dass die Art und Weise, wie wir diese Namen bewahren, wir sprachen davon, dass derjenige, die 99 Namen bewahrt, behält, umfasst, das Paradies betritt, sie sprachen davon, dass das mehrere Ebenen kennt. Bewahren im Kopf, dass man sie auswendig hat, bewahren auf der Zunge, dass man damit Bittgebete spricht, bewahren im Herzen, dass man die Bedeutung mit dem Herzen versteht und automatisch auch danach handelt, nach dieser Bedeutung. Und weiterhin, dass man Namen, deren Eigenschaft möglich ist, für Menschen zu verinnerlichen, in sich zu erziehen, dass man dann diese Eigenschaft in sich erzieht. Beispielsweise Al-Ilah, die einzig wahre Gottheit. Da gibt es nichts für uns, was wir uns erziehen könnten. Wir haben nichts mit der Göttlichkeit gemeinsam. Keinerlei Basis dafür. Aber Al-Muhsin, derjenige, der Gutes tut, natürlich ist das in einem gewissen menschenmöglichen Rahmen verinnerlichbar und erziehbar. Und da sind wir dazu aufgefordert, damit wir diese Bedeutung vom Hadith, dass derjenige 99 Namen bewahrt, das Paradies betritt, das müssen wir auch praktizieren, liebe Geschwister. Allah Ta'ala nennt sich also in der authentischen Sunna Al-Muhsin. Und dieses Wort ist ebenfalls im Koran erwähnt in verschiedenen Zusammenhängen. Allah Ta'ala sagt im Koran, وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Dient Allah und stellt ihn nicht zur Seite und erweist den Eltern Ihsan. Seid gut zu den Eltern, aber nicht nur den Eltern. Ja, der Verwandtschaft und den Armen. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا. Und ebenso dem nahen Nachbarn und dem fernen Nachbarn. Der nahe Nachbar, er wurde damit bezeichnet, dass er derjenige ist, der örtlich am nächsten lebt, aber auch der verwandte Nachbar oder aber auch der muslimische Nachbar. Und im Umkehrschluss, der ferne Nachbar ist derjenige, der etwas weiter entfernt wohnt oder aber mit dem man nicht verwandt ist oder aber der eine andere Religion als der Islam hat.
Aber all diese Gruppen, die erwähnt wurden, ihnen sollte man gegenüber Ihsan erweisen. Und Allah Ta'ala sagt im Koran, Hal jazau al-ihsani illa al-ihsan. Und oftmals tun wir das nur auf die Ebene zwischen den Menschen verstehen. Gibt es einen Lohn für Güte? Oder gibt es denn einen anderen Lohn für Güte als die Güte selbst, als das Gute selbst, als das Bessere selbst? Wir verstehen das ja, wenn mir jemand was Gutes tut, dann tue ich ihm etwas Besseres. Aber wir müssen das auch so verstehen, wenn ich etwas Gutes tue, Allah wird mir Besseres geben. Und Allah Ta'ala sagt auch im Koran, لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ. Ihr werdet diese Stufe des Birr, wir können uns daran erinnern, nicht erreichen, außer wir geben von dem, was wir lieben. Denn diese Stufe ist nicht denjenigen vorbehalten, die einfach nur den 50er rausholen, den sie sowieso zehnfachen Portemonnaie haben, sondern diejenigen, die sagen, ah, mit diesem Geld habe ich eigentlich mir einen schönen Abend machen wollen, im Halal. Aber trotzdem gebe ich es. Weil ich Allah Ta'ala liebe. Und weil ich meine Liebe dem Besitz gegenüber überwinde. Das heißt, hier hat Allah Ta'ala in diesem Vers eine multireligiöse Nachbarschaft festgehalten. Er redet vom Nachbarn, und zwar vom Muslimischen, wie auch vom Nicht-Muslimischen. Und dass in dieser Nachbarschaft sich Wohltaten erwiesen werden sollte. Gegenseitig. Und wir Muslime sind natürlich direkt angesprochen, weil wir an den Koran Iman haben. Ja, selbstverständlicherweise. Und das war auch das, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam festgehalten hat, als er nach Medina kam. Und die Muslime waren in der Minderheit, liebe Geschwister. Manche sprechen davon, dass es 10% waren von den knapp 10.000 Einwohnern in Medina. Und selbst wenn es 20 oder 30 gewesen wären, wären sie immer noch in der Minderheit gewesen. Und er legte einen schriftlichen Vertrag fest. Und der Anfang von diesem schriftlichen Vertrag, liebe Geschwister, Bismillahirrahmanirrahim, Hada kitabun min Muhammad, an-Nabiyyi, Rasulillah, بين المؤمنين والمسلمين من قريش وأهل اليثرب ومن اتبعهم فلحق بهم وجاهد معهم إنهم أمة واحدة من دون الناس. Das ist ein Schreiben, ein Abkommen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dem Propheten, dem Gesandten Allahs, zwischen den Gläubigen und Gottergebenen der Quraysh und den Einwohnern Medinas und denjenigen, die ihnen nachkommen und die sich ihnen anschließen und diejenigen, die mit ihnen sich einsetzen und kämpfen. Und hört zu, sie bilden eine Umma. Sie bilden eine Gesellschaft. Das ist realistisch. Hier geht es nicht nur um die Gesellschaft der Gläubigen untereinander, sondern wenn man zusammen irgendwo lebt, bildet man automatisch eine Gesellschaft. Eine Gesellschaft unter Ausschluss der anderen, mit denen ein solches Abkommen nicht besteht. Das heißt, wir sollen hier in unserer Gesellschaft auch Verantwortung tragen. Wir sollen hier Verantwortung tragen, wir sollen hier für soziale Arbeit sorgen, wir sollen hier für gerechtere Verhältnisse sorgen. Wir sollen unsere Verantwortung als Bürger und Einwohner hier ernst und wahrnehmen und das ist dann Teil unserer Aqida und Teil dessen, dass wir uns mit dem Namen von Allah Ta'ala, dem Erhabenen, auch verbinden. Liebe Geschwister, verzeiht die Zeit, sie schreitet voran. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang, auch wenn ich jetzt einiges kürze, Vor allem das erwähnen, dass wir jetzt in der Spendensammlung ausschließlich jeden letzten Cent für unsere Geschwister in Syrien sammeln und daraus Medikamente finanzieren. Und ihr wisst, wie ernst die Lage in Syrien ist und war und auch von Tag zu Tag immer ernster wird. Deswegen bitte ich euch heute mal darum, ein bisschen tiefer zu greifen, wenn es möglich ist, damit wir, wie gesagt, qualitative Medikamente nach Syrien schicken können. Zum anderen haben wir festgestellt, dass die größte Gruppe bezüglich des Migrationshintergrundes in dieser Gemeinde die Gruppe der Marokkaner ist, beziehungsweise der Deutschen mit marokkanischem Migrationshintergrund. Und wie ihr wisst, jährte sich das Abkommen zwischen Marokko und der Bundesrepublik Deutschland in diesem Jahr, im Monat Mai, zum 50. Mal. Und das ist für uns eine Gedenkveranstaltung wert. Wir werden im Monat November eine Veranstaltung hier in dieser Moschee haben, wo auch Professor, der ehemalige Professor, der emirierte Professor Dr. Stefan Gaitanidis hierher kommen wird. Er ist den Sozialarbeitsstudenten deutschlandweit ein Begriff aufgrund seines Wirkens. Er wird auch eine kurze Einleitung zu diesem Thema halten. Und alle Marokkaner jetzt bitte besonders aufmerksam. Oder deutsche und marokkanische Migrationshintergrund. Wir wollen eine Fotoausstellung machen. Wie haben eure Väter und Mütter in dieser Zeit gelebt? Besondere Fotos, die werden wir vergrößern und anständig aufhängen.
damit unsere Mitbürger sehen können, was unsere Eltern und Großeltern alles durchgemacht haben, um diese Gesellschaft mit aufzubauen. Und eure Eltern und auch ihr selbst als Kinder, eure Eltern und Enkel eurer Großeltern, werdet die Möglichkeit haben, einen kleinen Redebeitrag, ja, während dieses Podiums zu leisten. Dafür bitte ich euch aber, dass ihr eure Fotos und euer Interesse uns erstmal zumailt, bekannt macht unter gemeinde@iisev.de. gemeinde@iisev.de. Besucht unsere Homepage, da werdet ihr in den nächsten Tagen auch einen Banner dafür finden, inshallah. Und im Rahmen dessen, dass ihr auch motiviert sind, Gutes zu tun, bitte ich euch, dass ihr euch beim Bruder Yassin, der sich immer für die Ansagen bereit erklärt, meldet, wenn ihr etwas mitbringt, was ihr der Moschee geben könnt. Ihr seid Elektriker, ihr seid Kachel-, Teppichverleger, ihr könnt, ja, ihr habt Ideen, ihr habt Talente, ihr habt Kompetenzen, bitte meldet euch. Denn auch wenn sie vielleicht jetzt, heute, in dieser Woche nicht gebraucht werden, vielleicht gibt es eine Zeit, wo wir dann sagen, wir brauchen diesen oder jenen mit folgenden Kompetenz. Deswegen meldet euch hier, auf dass wir dann mit euch Kontakt aufnehmen können, wenn es dazu kommen sollte, also wenn die Not dazu da ist. Ja Allah, ja Al-Muhsin, ja Al-Bar, wir bitten von dir, bitte lass uns deine Güte zukommen, oh Allah, auch wenn wir sie nicht verdienen, durch deine Barmherzigkeit können wir sie uns verdienen. Wir verdienen sie nicht durch unsere Taten, aber nur durch deine Barmherzigkeit. So bitte, oh Allah, sei uns barmherzig. Bitte vergib uns alle unsere Sünden und alle unsere Verfehlungen und alle unsere Charakterschwächen und helf uns, dass wir bessere Menschen und bessere Muslime werden. Allahumma amin. Oh Allah, für alle Menschen, die Not, Leid und Kriegszeiten durchleben, bitte steh ihnen bei und lass unser Wirken auch ein Teil deines Beistandes sein. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد